Jetzt ein Wort von der SPÖ, Maximilian Kölner. Ich möchte auf einen Punkt nochmal zurückkommen, der im Ausschuss wieder einmal vertagt wurde. Ich habe da was mitgebracht, das war Sebastian Kurz in einer TV-Elefantenrunde vor der Nationalratswahl 2017. Er hat Ja gesagt, und zwar auf die Frage, wer für die Einführung einer Unterhaltsgarantie für Kinder ist, die keinen oder nur einen sehr geringen Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss beziehen. Damit Alleinerziehende auch dann zu ihrem Geld kommen, wenn beispielsweise der Vater des Kindes nicht zahlt. Das ist somit eine ganz wichtige und wirksame Maßnahme, um Kinderarmut und Armutsgefährdung hintanzuhalten. Und alle Parteien haben sich dafür ausgesprochen. Heute, fast 4 Jahre später, hat die ÖVP weder mit der FPÖ noch mit den Grünen seitdem in dieser Frage wirklich etwas weitergebracht. Und liebe Barbara Nessler, es reicht halt nicht ständig zur Beruhigung des eigenen Gewissens zu sagen, ja, wir würden eh gern mehr, aber der böse Koalitionspartner. Da, mit diesem Schild, ich habe es gezeigt, habt ihr den Beweis, mit dem ihr die ÖVP in die Pflicht nehmen könnt. Und Sebastian Kurz wird sich damals vermutlich gedacht haben, die Wählerinnen und Wähler werden das schon vergessen. Wir haben das nicht vergessen, schon gar nicht in Zeiten wie diesen, wo sich die vorher schon prekäre Situation vieler Alleinerziehenden durch die Folgen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt noch wesentlich verschärft hat. In Österreich gibt es rund 167.000 Alleinerziehende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir steigen an dieser Stelle aus der Übertragung der Nationalratssitzung aus. Hier in ORF3 melden sich gleich meine KollegInnen aus dem ORF3 aktuelle Studio. Denn die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland und der Gesundheitsminister werden in Kürze über die speziellen Corona-Maßnahmen für diese 3 Bundesländer informieren. Und diese Pressekonferenz, die sehen Sie gleich live hier bei uns. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen Fernsehabend. Auf Wiedersehen. Kostenstudie ist aus dem Jahr 1964, also aus einer Zeit, wo meine Eltern sogar noch Kinder waren und ein Liter Milch umgerechnet 20 Cent gekostet hat. Und ich glaube, das sagt der